Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung muss sich bei ihren geplanten Steuersenkungen auf massiven Widerstand einstellen. Kritik kam heute erneut aus den Reihen der CDU-Ministerpräsidenten. Sie sehen angesichts der Haushaltslage in ihren Ländern kaum Spielraum für Entlastungen. SPD, Grüne und Linkspartei ließen kein gutes Haar an der Einigung. Die Spitzen von Union und FDP wollen Steuern und Sozialabgaben von 2013 an senken. Details stehen noch nicht fest. Die FDP ist erleichtert. Nun soll sie bekommen, was sie lange gefordert hat: Steuersenkungen. Und zwar ab 2013, noch in dieser Legislaturperiode. Für uns war entscheidend, dass wir uns auch verständigen, zum einen zu einer steuerlichen Entlastung zu kommen, an die kalte Progression im Weiteren herangehen wollen und drittens auch die Sozialbeiträge senken möchten. Unmut darüber kommt nicht nur von der Opposition und aus der Wirtschaft, sondern auch aus den eigenen Reihen von den CDU-Ministerpräsidenten. Wir haben die Spielräume für Entlastung nicht. Das möchte ich ganz, ganz deutlich sagen. Ich habe wiederholt gesagt, die Länder können sich das nicht leisten. Anders die Union im Bund. Sie will Steuersenkungen, erwartet aber offenbar eine Gegenleistung von der FDP. Und zwar bei der umstrittenen Vorratsdatenspeicherung zur Terrorbekämpfung. CDU und CSU wollen die Telefon- und Internetdaten von Bürgern auch ohne konkreten Verdacht für eine bestimmte Frist speichern lassen. Die FDP dagegen nur bei konkreten Verdachtsfällen. Die Union macht jetzt Druck. Jetzt kommt noch dieses Thema mit der Vorratsdatenspeicherung. Das muss nun geklärt werden. Damit ist Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger gemeint. Sie gibt sich bisher jedoch kompromisslos. Steuererleichterung gegen Vorratsdatenspeicherung. Viele in Berlin halten das für ein problematisches Tauschgeschäft, zumal die interne Gegenwehr bei beiden Themen heftig ist. Damit ist fraglich, ob die schwarz-gelbe Koalition die gewünschte Ruhe vor der parlamentarischen Sommerpause schafft. In die Offensive gehen Opposition und Teile der Union auch gegen ein angebliches Panzergeschäft mit Saudi-Arabien. Der Bundessicherheitsrat soll den Weg freigemacht haben für den Export von Leopard 2 Kampfpanzern in das autoritär geführte Land. Der Spiegel hatte berichtet, Riad sei an mehr als 200 Panzern interessiert. Die Bundesregierung lehnt bisher jede Stellungnahme ab. Grünen-Chefin Roth spricht von einem Glaubwürdigkeitsdesaster deutscher Außenpolitik. Der deutsche Kampfpanzer Leopard 2 könnte künftig auch in Diensten Saudi-Arabiens stehen. 200 dieser Kriegsgeräte wolle das arabische Land ordern, meldet der Spiegel. Die Bundesregierung jedoch schweigt. Diese Sitzungen sind vertraulich, sie sind geheim. Die Beschlüsse des Bundessicherheitsrates sind geheim. Das möchte ich nicht kommentieren. Saudi-Arabien habe das Regime in Bahrain beim Niederschlagen der Regierungsgegner unterstützt, empört sich die Opposition. Eine mögliche Lieferung von Leopard 2 Panzern verstoße eindeutig gegen die Rüstungsexportrichtlinien. Dann ist das erstens illegal. Das ist nichts anderes. Diese Bundesregierung, die agiert wirklich nach dem Motto illegal, scheißegal. Die tödlichsten Panzer für die schlimmsten Unterdrücker. So ist offensichtlich die Devise der Bundesregierung in dieser Frage. Vor seinem tunesischen Amtskollegen lobte der deutsche Außenminister heute die Demokratiebewegung der arabischen Staaten. Zugleich verteidigte er aber das autoritär geführte Saudi-Arabien. Es sei grundsätzlich so, dass wir diese Partnerschaft auch zu solchen Staaten suchen und ausbauen, im außenpolitischen Interesse unseres Landes, die mit Sicherheit auch in Fragen zum Beispiel der Justiz oder der Zivilgesellschaft unterschiedliche Auffassungen zu uns haben. Selbst in der Union macht sich Unbehagen gegen eine Lieferung breit. Die Mehrheit der Fraktionsführung hat sich dagegen ausgesprochen. Viele Abgeordnete sind empört über den vermeintlichen Rüstungsdeal mit Saudi-Arabien. Die Diskussion um die Moral von Rüstungsexporten flammt wieder auf. Die Grünen und die Linkspartei wollen dazu für Mittwoch im Bundestag eine Aktuelle Stunde beantragen. Nach dem Ende der Wehrpflicht haben heute die ersten freiwilligen Soldaten ihren Dienst angetreten, etwa 3.400 junge Männer und Frauen. Der neue Wehrdienst dauert bis zu 23 Monate und ist besser bezahlt als der bisherige. Um die gewünschte Zahl der Freiwilligen zu erreichen, sind nach Auffassung von Verteidigungsminister de Maizière aber noch weitere Anstrengungen nötig. In Berlin begrüßte er einige der neuen Rekruten persönlich. Antreten für eine neue Armee. Die ersten Freiwilligen meldeten sich am Morgen in der Berliner Julius-Leber-Kaserne. Sie werden ihren Dienst im Wachbataillon antreten.
Motive. Von klein auf habe ich mich schon dafür interessiert. Mein Vater war hier, mein Opa war hier. Dass ich erstmal einen sicheren Arbeitsplatz habe und danach mehr Chancen und ein breit gefächertes Angebot, was ich danach halt machen kann. Mir macht es immer Spaß, auch mich sportlich zu bewegen und auch an meine Grenzen zu stoßen. Mit Handschlag begrüßte der Minister die neuen Soldaten persönlich. Rund 14.000 Freiwillige haben sich bislang bundesweit gemeldet, mehr als erwartet. Alles in allem erfreuliche Zahlen. Wir wussten nicht, wie viel es werden. Wir wissen nicht, wie viel es in Zukunft werden. Wir müssen uns anstrengen, damit die Zahlen gut bleiben. Wir. Dienen. Deutschland. Ein neues Motto soll den neuen Geist der Armee spiegeln. Kurz und zackig. Dem Bundeswehrverband reicht das nicht. Er fordert Boni und andere Anreize, um die Bundeswehr als Arbeitgeber attraktiver zu machen. Denn der Ansatz, tu was für dein Land ganz alleine, ich halte ihn für wichtig, aber ganz alleine wird nicht ausreichen. Dafür wird er Geld brauchen in Zeiten knapper Kassen. Für die Bundeswehr bedeutet der heutige Tag eine Zäsur. Nach über 50 Jahren ist dies das Ende der Wehrpflichtarmee. Die große offene Frage ist jetzt, ob es auch in Zukunft genügend qualifizierte Soldaten geben wird. Der Verteidigungsminister steht vor einer schweren Aufgabe. Er muss diese Armee radikal reformieren. Das Verteidigungsministerium hat derweil Versäumnisse in einer anderen Frage eingeräumt. Nach ARD-Recherchen gibt es in mehreren Kasernen erhebliche Sicherheitsprobleme. Demnach können Unbefugte mit alten oder manipulierten Papieren problemlos auf Kasernengelände gelangen und sich freien Zugang unter anderem zu Waffensystemen und vertraulichen Dokumenten verschaffen. Verdeckt gedrehte Aufnahmen, die zeigen, was niemand für möglich halten würde. Unbefugte kommen mit alten Dienstausweisen und ungültigen Papieren in mehrere Kasernen, ohne ernsthafte Kontrollen. Die Männer gelangen in hochsensible Sicherheitsbereiche und haben sogar Zugang zu Schützenpanzern. Sie können sich völlig frei bewegen, Soldaten ausfragen und vertrauliche Dokumente einsehen. Aufnahmen, die massive Sicherheitslücken zeigen und die der ARD von einem Informanten zugespielt wurden. Der Wehrexperte der SPD zeigt sich entsetzt von den mangelhaften Kontrollen. Es ist natürlich schon erschreckend, wie leichtfertig das Wachpersonal mit der Sicherheit bei der Bundeswehr umgeht. Und es natürlich macht uns dies Sorge. Für den Wehrexperten der Grünen sind die Kasernen nicht mehr sicher. Es ist dringend notwendig, in allen Liegenschaften der Bundeswehr zu überprüfen, ob die Eingangskontrollen tatsächlich auch funktionieren. Die Beispiele, die hier vorliegen, sprechen eine Sprache, die sehr klar ist. Hier wird die Kontrolle einfach extrem vernachlässigt. So geht es nicht. Das Bundesverteidigungsministerium räumt Versäumnisse ein, spricht von menschlichem Versagen. Weiter heißt es, dass der Vorgang durch die Bundeswehr sehr ernst genommen und einer vertiefenden Überprüfung unterzogen wird. Bilder aus einer absoluten Sperrzone, die grundlegende Fragen zur Sicherheit der Kasernen aufwerfen. Die Bundeswehr will nun prüfen, ob es Mängel bei der Ausbildung des Wachpersonals gibt. Mehr zum Thema heute Abend auch in der Sendung Report Mainz um 21.45 Uhr. Einen Tag nach der Niederschlagung regierungskritischer Proteste in Weißrussland sind zahlreiche Demonstranten vor Gericht gestellt worden. Fast 100 von ihnen wurden nach Angaben von Menschenrechtlern zu mehrtägigen Gefängnisstrafen verurteilt. Gestern waren allein in der Hauptstadt Minsk am Rande der Unabhängigkeitsfeiern 200 Menschen festgenommen worden. Sie hatten ihren Unmut gegen den autoritären Präsidenten Lukaschenko durch lautes Klatschen ausgedrückt. Die Behörden werfen ihnen Randale vor. Vor dem Kriegsverbrechertribunal der Vereinten Nationen in Den Haag ist der Prozess gegen den früheren Militärchef der bosnischen Serben Mladic fortgesetzt worden. Dabei kam es zu einem Eklat. Mladic versuchte fortlaufend die Verhandlung zu stören. Daraufhin verwies der Richter ihn des Saales. Mladic ist wegen Völkermordes, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen angeklagt. Er wird für das Massaker von Srebrenica während des Bosnienkrieges Mitte der 90er Jahre verantwortlich gemacht. Dem früheren Chef des Internationalen Währungsfonds, Strauss-Kahn, droht möglicherweise auch in Frankreich ein Strafverfahren. Die Autorin Tristan Barnon kündigte Strafanzeige wegen versuchter Vergewaltigung an. Die mutmaßliche Tat soll etwa 9 Jahre zurückliegen. Barnon erhebt den Vorwurf seit 2007, hat die Justiz bisher aber nicht eingeschaltet. Strauss-Kahn spricht von falschen Anschuldigungen und will die 32-Jährige seinerseits anzeigen. Gegen ihn wird in den USA wegen versuchter Vergewaltigung ermittelt.
In einem indischen Hindu-Tempel haben Forscher einen Schatz im Wert von mehreren Milliarden Euro entdeckt. Eine Königsfamilie hatte die Tempelanlage im 16. Jahrhundert im Süden Indiens errichten lassen. Heute wird die Anlage vom Bundesstaat Kerala verwaltet. Bei den Funden handelt es sich offenbar um Opfergaben von Gläubigen. Der Tempel wird jetzt streng bewacht. In unterirdischen Kammern dieses Hindu-Tempels stießen Forscher auf den riesigen Tempelschatz. Sie fanden tausende Goldmünzen, Säcke voller Diamanten und Rubine, heilige Statuen. Ein Schatz, der 8 Milliarden Euro wert sein soll oder auch weitaus mehr. Archäologen nehmen die Fundstücke jetzt erst einmal in Augenschein. Bislang gibt es nur erste Berichte, aber kein einziges Bild von dem Schatz. Nach dem Sensationsfund bewachen jetzt indische Polizisten den Tempel, der sich in der Hauptstadt des Unionsstaates Kerala befindet, rund um die Uhr. Der Schatz soll aus dem 18. Jahrhundert stammen. Der Hindu-Tempel gehörte ursprünglich einer lokalen Adelsfamilie. Weil deren Nachfahren aber nicht mehr Sicherheit und Unterhalt des Tempels finanzieren konnten, entschied ein Gericht, diese Aufgabe auf den Bundesstaat zu übertragen. Als nun erste Inspektoren anrückten, entdeckten sie den Schatz, der mehr als 130 Jahre lang in geheimen Kammern gelegen hatte. Otto von Habsburg ist tot. Er war der älteste Sohn des letzten Kaisers von Österreich und Königs von Ungarn. Habsburg starb im Alter von 98 Jahren heute früh in seinem Haus am Starnberger See. Für die CSU saß er 20 Jahre lang als Abgeordneter im EU-Parlament. Otto von Habsburg war auch Präsident der Pan-Europa-Union, die 1989 ein Picknick an der österreichisch-ungarischen Grenze organisierte. Mehr als 600 DDR-Bürger flohen dabei nach Österreich. Bei der Fußball-WM der Frauen steht das deutsche Team vor seinem letzten Vorrundenspiel morgen in Mönchengladbach gegen Frankreich. Es geht für die Elf von Bundestrainerin Neid um den Gruppensieg. Für das Viertelfinale haben sich die Deutschen schon qualifiziert. Offen ist, ob Rekordnationalspielerin Prinz auflaufen wird. Spielt sie oder spielt sie nicht? Birgit Prinz, die Formschwache, vor wenigen Minuten beim Abschlusstraining. Über keine andere wird zurzeit so viel diskutiert. Selbst die Geduld der Bundestrainerin ist begrenzt. Eine Startelf-Garantie scheint die Mannschaftsführerin nicht mehr zu haben. Wenn ich Ihnen das jetzt sagen würde, ob sie morgen spielt, dann würde ich ja über meine Aufstellung sprechen. Und ich habe ja noch nicht mit meinen Spielerinnen gesprochen. Deswegen müssten Sie sich noch ein bisschen gedulden. Nicht ganz richtig, denn mit einer hat Silvia Neid bereits gesprochen. Doch der Inhalt bleibt geheim. Ich hatte auch ganz gute Gespräche mit Birgit und wir sehen das beide ähnlich. Tendenz, die dreimalige Weltfußballerin bleibt erstmal draußen. Gegen Frankreich geht es um den ersten Gruppenplatz, dafür reicht Deutschland nur ein Sieg. Ja, von dem Gegner Frankreich erwarte ich das, was wir alle auch gesehen haben, dass sie technisch sehr, sehr guten Fußball spielen, dass sie uns natürlich fordern werden. Melanie Behringer fällt verletzt aus, Linda Bresonik plagt ein Virus. Gespielt wird morgen Abend in Mönchengladbach. Die Olympischen Spiele werden auch 2014 und 2016 frei empfangbar bei ARD und ZDF zu sehen sein. Die öffentlich-rechtlichen Sender sicherten sich die Rechte an den Winterspielen im russischen Sotschi und den Sommerspielen in Rio de Janeiro. Die Einigung mit dem Internationalen Olympischen Komitee erfolgte nach langen Verhandlungen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 5. Juli. Die Wolken, die zu dem Tief über Osteuropa gehören, bedecken noch immer die Nordosthälfte Deutschlands. Sie lösen sich morgen langsam auf. Im Westen und Südwesten sorgt dagegen ein Hoch für überwiegend freundliches Wetter. Auch mit den Temperaturen geht es aufwärts. In der Südwesthälfte und an der Oder ist es heute Nacht meist klar. Dazwischen halten sich sowohl in der Nacht als auch am Tag viele Wolken, aus denen es hier und da regnet. Sonst viel Sonne, vor allem im Westen und Südwesten, im Südosten örtlich Schauer und Gewitter. Der Wind wird meist nur schwach und kommt aus nördlichen Richtungen. Heute Nacht 16 Grad an der Ostsee und 7 Grad im Allgäu. Am Tag 18 Grad im Norden und 28 Grad am Oberrhein. Am Mittwoch ist es in der Osthälfte für längere Zeit freundlich, von Westen erreichen uns Schauer und Gewitter. Am Donnerstag ist es zunächst recht freundlich, ab den Nachmittagsstunden vor allem im Süden einige teilweise heftige Gewitter. Am Freitag setzt sich das leicht wechselhafte Wetter fort. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Darin Steuerpläne von der Halbwertzeit schwarz-gelber Absprachen und Facebook-Partys, Debatte über Ausschreitungen und Verbote. Musik.